Hallo Leute, weiter geht's mit Pokémon Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir ein Rätsel mit drei Kristallen gelöst und sind jetzt vermutlich ziemlich nahe an Tobuts und seinem See. Und eventuell dann auch an dem Zahnrad, das er beschützt. Zack. Mal sehen, ob wir überhaupt richtig sind. Vielleicht... Shana? Ach so. Vielleicht tun wir auch extrem was Falsches. Man weiß es ja nicht. Das Ding beherrschte Eiszahn. Habe ich das gerade richtig gelesen? Eiszahn hat es gegen mich eingesetzt. Ach du Scheiße, ich sollte noch mehr vorsichtig sein als zuvor. Gut. Danke, Felino. So will ich das sehen. Autsch, du ihm nicht. Warum treffe ich mit meinen Steinen nicht? Wow, Felino, das war klasse. Und dafür erhältst du gleich wieder ein Level-Up und lernst eventuell was Neues. Gena. Muss gehen und schläft bald ein. Ah, nee, komm. Nee. Ist in Ordnung, Felino. Du bist angriffsstark und das wollen wir dir nicht zerstören. Gut. Orb. Eilorb, meinetwegen. Könnte ich noch schneller... Ups. Noch schneller durch den Dungeon flitzen. Es greift mich mit Glut an. Bist du des Wahnsinns? Warum will keins mitkommen? Ja, es ist mir eigentlich egal. Ich habe Lavita rekrutieren können und das reicht mir dann auch. Hauptsache, Shana ist dabei, ich bin dabei, Lavita und solange ist Feline noch dabei, bis Ersatz für ihn gefunden wurde. So sind wir super gut aufgeteilt und bereit, alles Mögliche zu erforschen. Wir gehen schon wieder die AP meiner guten Attacken aus, das ist schlecht. Und weiter. U7. Lalala, U8. So geht's doch gut voran. Stein, Bums und Back. Gut, die halten jetzt nicht so viel aus, geben trotzdem über 300 Erfahrungspunkte. So wollen wir das sehen. Oh, noch ein Belebersamen. Mir wird das Zeugs ja quasi hinterhergeworfen. Oh, uns verfolgt was. Ich hab's gesehen. Ein Absol. Ach, Scheiße. Wow. Und Shana kommt auch in Bedrängnis. Scheiße. So, Absol ist weg. Shana, sei vorsichtig, ja? Oh, okay. Sie hat kein Problem mit solchen Gegnern. Alles klar. Gut, ich habe nie an dir gezweifelt, Shana. Kraftband? Moment, habe ich meine Bänder noch an? Natürlich. Warum zieht mir die Bänder immer aus? Das ist doch scheiße. Das ist meins. Defensial Lavita. Spezialband. Felino. Und das Hellblauband wieder für Shana. So. Ich glaube, ich verliere immer die ganzen Sachen, wenn ich irgendwo einen Kangama-Speicher finde oder so. Das ist ein bisschen scheiße. Aber macht nichts. Reinsamen, meinetwegen. Und U10. Wir kommen schnell voran. Wir haben Glück mit den ganzen Treppen und den Wegen, die wir gehen. Einmal mehr. Sehr, sehr gut. Aber ich wette, irgendwann, wenn es wichtig ist, wenn ich nicht mehr viel KP habe oder irgendwas... Dann werden wir alle Wege gehen, bis auf den richtigen. Ich kenne mich doch. Wow. Hallo, Katze. Au. 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 Ja, hallo? Wie viel Schaden machst du mir denn bitte? Oh, Charmian will mitkommen. Na gut, meinetwegen. Dann komm halt. So. Bevor irgendwas passiert, einmal Synthese für mich. Gut. Dann versuchen wir mit Rasierblatt mal ein bisschen Schaden zu machen. Wow. Bisschen. Das war mehr als nur ein bisschen. Aber da kommt schon wieder ein Pokémon. Nochmal ein Absol. Ah, ich habe nur noch einmal Rasierblatt. Nur noch ein einziges Mal. Das ist scheiße. Wie viele Steine hältst du aus? Gut. Oh, eine Box für uns. Oh. Zack. Nein, ich schrecke zurück. Warum? Es ist uncool. Es ist sehr uncool. Die Viecher machen übelst Schaden. Und Absol will mitkommen. Meinetwegen, was mitkommen will, darf mitkommen. Wie gesagt, ich bin ja nicht so. Meistens. Aber ich muss schon wieder Synthese einsetzen. Das ist unglaublich hier unten. Es wird... Ein Monsterraum. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein sogenannter Monsterraum, in dem ganz urplötzlich ganz, ganz viele Pokémon auftauchen. Das ist alles andere als cool, aber... Puh, Gott sei Dank, ich habe einen Erstarr auf. Pass auf, ich setze den ein.
und alle Pokémon versteinern. Gut, sonst hätte ich jetzt vermutlich ein Riesenproblem gehabt. Ich muss jetzt eines nach dem anderen gut vernichten. Nein, von dir haben wir schon eins im Team, danke. Und für das werde ich dann sogar ein Top-Elixier trinken. Das ist mir dann doch zu gefährlich. Top-Elixier? Ah, da. Ne, ansonsten ist mir das wirklich zu gefährlich. Da oben kommt noch ein... Ah, warum? Noch ein Phyranitar da oben. Das darf nicht sein. Dann greife ich das da unten an. Dann habe ich noch eine Runde Glück, wenn es nicht stirbt. Aber stirbt, das ist gut. Zack, perfekt. Nein, es lebt noch. Nein, es lebt immer noch. Oh, warum treffen wir dich nicht? Okay, Level 30 auch für mich. Sehr gut. Ja, solche Räume sind sehr gefährlich, wie ihr seht. Zack. Shana, hilf mir doch bitte. Level up für Lavita. Es lernt schon wieder was Neues. Das ist sehr gut. Dann können wir ihm vielleicht den Fuchtler austragen. Genau das werde ich jetzt auch tun. Fuchtler ist mir dann zu gefährlich. Aber Finster-Aura ist dann doch definitiv cool. Was war das? Ist mein Level gestiegen? Ja, ist es. Was wollte ich sagen zu diesen Räumen? Ja, sie sind scheiße gefährlich. Wenn man nicht gerade überlevelt ist. Aber solange man einen Erstarr-Orb dabei hat, geht es eigentlich. Ich sag absichtlich eigentlich. Ich habe da schon viel erlebt. Scheiße. Zack. Ich weiß nicht, wie lange die Gegner versteinert bleiben. Vermutlich lange. Wie viel Schaden hat mir das Drecksvieh gemacht? Muss mich schon wieder heilen. Das gibt's doch gar nicht. Aber es kommt, glaube ich, gut. Es kommt, glaube ich, wirklich gut. Dann das da oben killen. Zack. Perfekt. Dann dich. Das überlebt wieder. Nein, nicht Verfolgung. Uncool. Warum wollen jetzt alle mitkommen? Was ist denn das? Zack. Shana, bitte. Jawohl. So wollen wir das sehen. Dann fern und so. Zu dritt machen wir das locker fertig, hallo. Gut, dann bleibt nur noch diese Katze hier. Machen wir zu dritt fertig, komm. Okay, zu zweit reicht auch. Gut, das war der erste Monster, wenn ich mich nicht irre. Wir haben einen Weißgummi gefunden. Ist gut für Normal-Pokémon. Quatsch, Shana, bitte sehr. Ja, unser erster Monsterraum. Das war... Ja, es ging noch mal gut, weil ich diesen Orb dabei hatte. Aber sonst wäre es ziemlich uncool gewesen. Das verrate ich euch. Das heißt, ich will in Zukunft immer so ein Orb dabei haben. Wenn irgendwie möglich. Und ich habe wieder einen Belebersamen. Es ist unglaublich. Wow. Ich muss mir nie mehr solche kaufen, oder was? Noch einer? Nein, diesmal nicht. Das wäre dann doch schon zu verrückt gewesen, langsam. Schwindelig vor Hunger. Kacke. Kacke. Da oben sind Pokémon. Mal sehen, ob ich sie von hier treffe. Ja. Da oben ist noch eins, das ich vielleicht treffe. Ist ein bisschen weit. Okay. Ist ja in Ordnung. Absol. Nein, nein, das nützt ja nichts. Habe ich vergessen. Das ist ja nicht wie das Diablatt, das ewig weit fliegt. Zack. Warum treffe ich euch Dinger nicht? Was hat das gemacht? Nein, meinen Schaden zurückfallen lassen. Es muss drauf gehen. Danke. Ich muss schon wieder Synthese einsetzen. Ist doch nicht wahr. So, was kommt da oben für ein Pokémon? Nochmal ein Absol. Oh, ich hab's aufgeweckt. Es hat sogar geschlafen. Macht nix. Bums. Ha! Steine sind super. Da oben ist schon wieder eine Treppe. Also was heißt eine Treppe? Es ist die Treppe überhaupt. Und... Oh! Kristallsee! Okay, wir haben ihn anscheinend gefunden. Hey! Was denn, Shana? Sieh mal, Shani, da ist der See! Wow, sieht das hübsch aus. Unglaublich! Sieh dir all die Kristalle an, die aus dem See ragen! Ist das der See, an dem Turbutz lebt? Hey, Shani, sieh mal her! Sieh nur, in der Mitte des Sees! Da ist eine Art Insel! Stimmt, du hast recht! Da ist jemand! Gehen wir hin! Gut, sehen wir mal nach. Hey, was ist da los? Was denn, Shana? Was ist? Was siehst du? Das ist Reptane. Nein, sind wir schon wieder zu spät? Jetzt habe ich es. Das Zahnrad der Zeit. Nein, das müssen wir verhindern. Nein, du kannst ihn nicht nehmen. Niemals. Da
Das habe ich in der Vision gesehen, die mir der dimensionale Schrei eingegeben hat. Die Vision, die ich hatte, das war also doch ein Ereignis aus der Zukunft. Wer ist das? Tobuz? Wenn ja, dann steckt Tobuz in Schwierigkeiten. Helfen wir ihm, schnell! Ja, du sagst es, schnell! Los, das müssen wir hinkriegen. Hier unten im See. Hier liegt das Zahnrad der Zeit, nicht wahr? Na gut, Tobuz ist sein Name, richtig? Entschuldige bitte, aber ich muss dieses Zahnrad der Zeit mitnehmen. Warte, Reptain. Du kennst meinen Namen? Der Deep Reptain. Selfe und Vesprit haben mir gesagt, dass du kommen würdest. Es wäre besser gewesen, ich hätte dich sofort angegriffen und aus dem Weg geräumt. Aber ich habe befürchtet, dass ich vielleicht verlieren könnte. Also habe ich einen narrensicheren Plan ausgetüftelt. Was? Seine Augen funkeln bedrohlich. Was zum... Was hast du gemacht? Boah, ein Böden! Schon wieder? Was passiert hier? Tobuz, was machst du da? Der See ist von lauter Kristallen bedeckt. Es ist unmöglich, an das Zahnrad der Zeit heranzukommen. Reptain, das Zahnrad der Zeit ist für dich jetzt unerreichbar. Selbst wenn du mich besiegst, du wirst niemals... Du, ich muss es haben und ich werde es bekommen. Ich brauche dieses Zahnrad der Zeit. Selbst wenn ich dich dazu aus dem Weg rollen muss, Tobuz. Halt! Du wirst das Zahnrad der Zeit nicht mitnehmen, Reptain. Ich will euch nichts tun. Geht mir aus dem Weg. Niemals, ich gehe nicht! Ist das dein Ernst? Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, dann lässt du mir keine Wahl. Ich werde dich aus dem Weg räumen. Versuch nur, mich aufzuhalten. Haha. Was? Wir müssen jetzt gegen Reptain kämpfen. Ach du verdammte Scheiße. Was machen wir? Ich stelle mich mal hier hin. Zack. Lavita müsste irgendwie mitkommen, verdammt. Ja, genau so. Das gefällt mir dann doch schon eher. Sehr gut. Rasierblatt. Zack. Tackle, genau, Shana. Und wow, es schreckt zurück. Wie geil ist das denn? Gut, zu dritt können wir draufhauen. Felino, bleib ruhig da hinten, das macht nichts. Macht wirklich nichts. Wir kriegen das zu dritt hin. Halt uns den Rücken frei, ja, Felino? Ja, ist okay. Sehr gut. Zu dritt kriegen wir den Typen hin. Wow. Wow, Lavita. Stark. Wow, Shana, auch stark. Und wir haben es geschafft, Reptain. Du hast keine Chance gegen uns. Was denn? Wir haben ihn noch besiegt. Geh mir aus dem Weg. Ich kann nicht reden. Aber ich rühre mich nicht vom Fleck. Du weigerst dich? Dann habe ich keine Wahl. Nein! Schau, das ist in Gefahr. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich tue das nur für das Zahnrad der Zeit. Vergib mir. Stopp! Wow! Zwerfinst, schon wieder hat es uns gerettet. Wow. Gah. Oh, Zwerfinst! Alles in Ordnung, Shana. Bitte, lass mich das erledigen. Wow. Arr. Es ist unglaublich stark, dieses Zwerfinst. Du? Es ist viel Zeit vergangen. Es war nicht leicht, dich zu finden, Reptain. Hä? Wie war das? Die zwei kennen sich, oder was? Der große Zwerfinst kennt Reptain? Ja, offenbar. Ja, sogar hier. Sogar hier hast du mich gefunden. Du bist wirklich hartnäckig. Du klebst an mir wie eine Klette. Reptain, dieses Mal kommst du mir nicht davon. Zwerfinst, ich bin überrascht, dich in dieser Welt zu sehen. Was in dieser Welt? Was meint Reptain damit? Aber ich bin bereit. Also wirst du kämpfen. So sei es. Aber kannst du gewinnen? Gegen mich? Wow, was? Wo ist es hin? Reptain ist verschwunden. Dieses Schlitzohr Reptain. Es hatte nie vor, gegen mich zu kämpfen. Vor mir gibt es kein Entkommen. Jetzt verschwindet Zwerfinst auch noch. Der große Zwerfinst ist auch verschwunden? Was ist geschehen? Ich begreife das nicht. Ja, ich auch nicht, Shana. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht. Mir ist schwindelig. Ich, da sind sie. Hey, kommt, halt euch! Oh, unsere Freunde sind da. Gut. Mann, oh Mann, sie liegen am Boden.
Hey, hey, ist alles in Ordnung? Sie sind schwer verletzt. Schnell, wir müssen sie zur Behandlung in die Kälte bringen. Okay. Ja, gut. Das war zu viel. Und wir können jetzt zur Kristallstraße und dem Waldgebiet gehen, wenn wir wollen. Gut, möchtest du speichern? Ja. Gut, Leute. Wow, das war zu hart. Raptain hat uns ziemlich Schaden gemacht. Wow, zum Glück sind unsere Freunde gekommen und haben uns gerettet. Und vor allem Zwirfinst. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es nicht gewesen wäre. Also gut, Leute, das war's für diesen Part. Ich schneide hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.